Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren epischen Part. Riesen Hyper! Im letzten Part haben wir die Grundausbildung beendet und haben allen auf die Fresse gegeben mit unserer krassen Axt. Dann haben wir noch ein bisschen weiter mehr bei Hemmler was herausgefunden und fragen jetzt einfach ein paar Leute ab, was da abgeht. Genau. Wir können jetzt nach oben gehen und mit Vince ein bisschen sprechen. Geh lieber trainieren. Die Fresse. Halt! Ich habe meine Ausbildung beendet. Nun lass mich vorbei. Dann ist dir von nun an Zugang zum oberen Bereich der Festung gewährt. Geil, Alter. Sehr schön. So. Ja, wir sind jetzt ein bisschen krasser und wir können jetzt nach oben in die Festung. Und Alter, zieht euch die ganze Scheiße rein, ey. Damn, son. Ah, eine Beere. Nice. In Classic Corine sammle ich auch die ganze Zeit Beeren. Kann ich hier dran ziehen? Nein. Ah, Leute, Classic Corine ist so ein geiler Shit. Das ist einfach Gothic 2 mit ganz vielen anderen Spielern und als Roleplay. Und das ist, es macht so viel Spaß, das ist so wundervoll. Aha, ein Rekrut auf dem Weg von Kampf und Magie. Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, Mann, mit Kraut habe ich nichts zu schaffen. Ein Federkiel, sehr schön. Die Scheiße werden wir brauchen. Und was machst du hier? Ich bin Enzo, ein bescheidener Novize auf der Suche nach Weisheit. Und? Schon was gefunden? Die vielen Bücher sind sehr lehrreich. Ich rate dir, lies alles, was du finden kannst. Mach ich. Das werde ich. Und ich rate dir auch, versuch nicht, die heilige Halle zu betreten, wenn du keine Erlaubnis hast. Weil mich sonst die Wachen zusammenschlagen? Im besten Fall ja. Im schlimmsten Fall bekommst du obendrein noch Strafarbeiten. Ich muss jetzt stundenlang fegen und kann mich nicht der Magie widmen. Tja, vielleicht findest auch du darin Weisheit. Bestimmt sogar. Was kannst du mir über Hemmler sagen? Einer der Rekruten, nicht wahr? Er wollte mir mal Brauke verkaufen, aber ich habe abgelehnt. Du kannst mal Fred ablösen. Was denn ich? Hör zu, ich habe Prüfungen, die ich erledigen muss. Außerdem habe ich schon viel gearbeitet. Jetzt sind mal die anderen dran. Ah, na gut. Dann können wir ihn eigentlich auch von der Liste streichen. Jetzt suchen wir noch Ash. Und ja, Caspar ist es ja nicht. Gucken wir uns mal um, Alter. Jervis Adler. Hi, ich bin Jervis, Rekrut der Inquisition. Ich schätze, du bist nicht freiwillig hier. Da hast du wohl recht. Zwangsrekrutiert, auf Anordnung des Inquisitors. Verzeih. Wieso bist du rekrutiert worden? Ich habe zusammen mit Cole Wölfe gejagt, als eine Patrouille der Weißen vorbeikam. Er konnte noch abhauen, aber mich haben sie gekriegt. Du bist Jäger? Ja, aber ob ich mit dem Bogen umgehen kann oder nicht, das interessiert hier keinen. Stabkampf soll ich lernen und Magie. Gut, dann versuche ich das halt. Kannst du mir was beibringen? Ich weiß nicht, ob den Meistern das gefallen wird. Ach Quatsch, das interessiert niemanden. Aber ich muss diese Spruchrollen verstehen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Das wäre gut. Weißt du, es würde mir schon reichen, wenn du mir ein paar Sachen besorgst, damit ich hier weiterkomme. Was brauchst du? Nicht viel. Eine Spruchrolle der Illusion und zwei leere Pergamentrollen. Und dafür bringst du mir bei, was du weißt? Ja, alles, was ich übers Bogenschießen, Schleichen und die Jagd weiß. Ja, bringt uns, glaube ich, nichts bei, was irgendwie sinnvoll wäre für uns. Aber, hey, die Quest können wir machen, die geile EP gönne ich mir. Hi, ich bin Erlan. Haben sie dich auch erwischt? Oder bist du freiwillig hier? Sie haben mich erwischt. Mich auch. Aber ich bin gar nicht traurig drum. Ist das Beste, was mir passieren konnte. Wie meinst du das? Glaubst du wirklich, ich hätte in meinem vorherigen Leben die gleichen Möglichkeiten gehabt wie hier? Ich habe immer genug zu beißen. Ein warmes Bett, ich lerne kämpfen. Und stell dir vor, die bringen mir sogar Magie bei. Ja, ist gar nicht übel, wa? Das ist zu riskant. Ah, shit. Was ist deine Aufgabe? Ich versuche, als Krieger in den Orden aufgenommen zu werden. Genau wie ich. Dann steckst du wahrscheinlich auch mitten in den Prüfungen. Ich komme mit Illomars Prüfung einfach nicht weiter. Du weißt nicht zufällig, welche Zutat man für eine Spruchrolle Nautilus braucht? Nein. Wenn du es rausfindest, sag mir Bescheid.
Vielleicht können wir ja unser Wissen teilen. Ja, Alter. Für welche Sprüche kennst du denn schon die Zutaten? Ich kenne die Zutaten für die Zauber Witz und Telekinese. Okay. Da ist die Hebel. Das könnten wir echt noch gebrauchen, das Wissen. So, wer bist du denn? Ich bin neu. Dann bist du sicher hier, um was zu lernen. Er scheint mir irgendwie nett zu sein. Seien wir auch mal nett. Ja, Meister. Gut, dann sollten wir nicht lange warten und direkt mit deiner Ausbildung anfangen. Ich bin Meister Illumar und dein Lehrer für die hohe Kunst des Spruchrollenschreibens. Bist du bereit? Was soll ich tun? Siehst du die Buchständer hier im Raum? Dort findest du die Grundlagen zum Schreiben von Spruchrollen. Lese und lerne. Wenn du verstanden hast, worum es in diesen Büchern geht, komme wieder zu mir. Okay. Gucken wir uns mal den Shit an. Der Runentisch. Der Runentisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla 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 bla. Oh, hier steht was. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So, das muss reichen. Wow, so lerne ich auch immer. Wir haben so viel gemeinsam. Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Lass mal sehen. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Nice. Reden wir doch mal mit dem Boy. Ich kenne jetzt die Grundlagen. Dann werde ich dich mal abfragen. Wie bereitet man einen Runentisch vor? Man muss den Runenstein einsetzen. Sehr gut. Welche Materialien braucht man für eine Spruchrolle? Einen vorbereiteten Runentisch, eine unbeschriebene Pergamentrolle, eine Schreibfeder und natürlich die Zutaten. Sehr gut. Du hast die Grundlagen gemeistert. Puh, ich dachte, ich müsste die jetzt beantworten. Kann ich jetzt die Prüfung ablegen? Nein, zuallererst musst du dein theoretisches Wissen vertiefen. Klingt spannend. Das ist es auch. Theorie bildet das Fundament jeglicher Forschung. Du tust gut daran, jegliches Wissen aufzusaugen und dir zu merken. Ich saug immer gerne Wissen auf und andere Dinge. Was ist meine Aufgabe? Du hast ja bereits gelernt, dass jeder Spruch seine ganz eigene Zutat braucht. Ja. Das ist nicht dein Ernst. Unterbrich mich nicht. Du wirst die Zutaten für alle Sprüche des ersten Siegels der Magie lernen. Oh, das ist deine Aufgabe. Komme anschließend wieder zu mir. Alle Sprüche des ersten Siegels. Okay, Mann. Ich schätze, das kriegen wir hin. Irgendwo in dieser Vulkanfestung ist dieses Wissen verborgen. Hi. Was geht ab, Alter? Ich bin Meister Ignatius. Deine Grundausbildung hast du nun hinter dir. Aber Großes liegt noch vor dir. Du willst mich prüfen? Ich will, dass du lernst. Unsere Prüfungen helfen dir nur dabei. Komm, ich will dir etwas zeigen. Okay. Geh vor, Opa, geh vor. Das war also mal der Barbe, bevor der Inquisitor hier hingekommen ist. Er muss sich ganz schön kacke fühlen, einfach von seinem Platz weggetreten zu sein. Naja, whatever. Ob das die Gemächer der Magier sind? Wir müssen uns hier mal ein bisschen mehr umgucken, weil ihr versteht, was ich meine. Also, ein bisschen mal die Sachen untersuchen, die hier so zu finden sind. Ne? Also, wow. Was geht ab, Mann? Was hast du mit mir vor? Das hier. Das ist die Bibliothek. Hier wirst du lernen. Weisheit findet sich in Büchern und alten Steintafeln. Welch ein Ort wäre wohl besser zum Lernen geeignet als eine Bibliothek? Ich erwarte von dir, dass du alle Bücher liest. Wenn du glaubst, bereit zu sein, sprechen wir weiter. Na schön. Dann lesen wir hier mal ein bisschen. Mal sehen. Hier. Ach. Über Spruchrollen und Zutaten. Aha.
Um Telekinese auf eine Spruchrolle zu schreiben, braucht man etwas Flügelstaub. Flügelstaub, so. Nicht übel. Was steht hier so? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Alter, magische Sprüche? Hey, Boy, kannst du dich mal verpissen? Hi, Rekrut. Mach doch mal eine Pause. Du willst lesen? Na schön, eine Pause kann nicht schaden. Was machst du hier? Wenn ich nicht gerade arbeite, suche ich ein Buch. Was für ein Buch? Weisheit im Kampf. In dieser Festung soll es eigentlich ein Exemplar davon geben. Hm. Weisheit im Kampf ist ein Buch, hä? Machst du sonst noch was außer lesen? Schreiben. Du schreibst Bücher? Nein, Spruchrollen. Ich muss dafür sorgen, dass der Orden immer genug Spruchrollen der Heilung in seinem Arsenal hat. Also, wenn ich gerade nicht hier bin, findest du mich in unserer Kammer am Schreibpult. Hm. Ansonsten trainiere ich meine Stärke und den Umgang mit der Armbrust. Armbrust? Aha. Es ist nicht die Waffe, die wir benutzen sollen, aber ich bin verdammt gut. Cool. So gut, dass du mich trainieren kannst? Für dich wird's reichen. Ach, vielen Dank, ey. Kannst du mir die Komponente für geringe Heilung verraten? Ich weiß nicht. Ich könnte schon, aber wofür brauchst du sie? Schließlich gehörst du ja noch nicht zu uns. Ich brauche die Zutaten für Illumas Prüfung. Dann gehörst du sozusagen fast zu uns. Pass auf, ich suche Weisheit im Kampf. Wenn du mir das Buch bringen kannst, erkläre ich dir alles über die Spruchrollen. Okay, das ist ein Deal. Das machen wir. Geringe Heilung wird uns echt helfen. Interessant. Interessant, Alter. Aha, ich wusste es doch. Mal sehen, was ist hier unten? Automatisches Speichern. Hallo? Was geht ab hier? Und nochmal von. Ah, shit. Wer sagt's denn? Yeah, her! Ein Kristall. Schwache magische Heilung, nice. Den Shit brauche ich hier. Hier steht etwas über Magie. Digga, wo sind wir hier? Und wie viel Weisheit habe ich eigentlich? 28, cool. Hier ist ein Schlüssel. Ich nehme an, der war einfach für die Tür jetzt. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Schreibpult, das kann jetzt aber erstmal nicht helfen. Okay, Alter. Gucken wir jetzt mal weiter um. Digga, wo bin ich hier? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Unmöglich. Unmöglich. Ein Buch. Nehme ich. Was ist das für eins? Buch. Von der Runenmagie. Von der Runenmagie. Einst waren es die Götter, die den Menschen die Magie gaben. Und die Menschen wirkten die Zauber und wurden zu Magiern. Um die Macht weiterzugeben, erschufen sie Runen und sammelten die Magie darin. Doch dieses Wissen wollten sie vor den Menschen verschließen. Denn so sprach der Meister, die Zeit der Menschen war, ist und wird von Krieg erschüttert. Die Macht der Magie darf nicht in den Händen aller liegen. So beschlossen sie, die Menschen von der Magie zu schützen. Sie versiegelten die Runensteine mit Zeichen des Schutzes, um das Wissen, die Siegel zu brechen, bewahrten sie auf und gaben es nur an ihre Schüler weiter. Ein nettes Stück Lore. So läuft es also mit der Runenmagie. Oder lief es? Eine Truhe, geil! Wart mal. Was ist das hier? Kristallkugel der Telekinese, okay. Nochmal von vorn. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorn. Oh Mann. Der Dietrich ist hin. Der Dietrich ist am Arsch. Geschafft. Yeah! So. Eile, schwache magische Heilung und Lichtzauber. Okay, nicht übel. Schriftrolle, so schnell wie der Wind. Damit können wir schneller rennen. Geil. Das ist die Scheiße, für die ich hier bin. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie. Um Gegenstände aus großer Entfernung zum Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Mhm.
gar nicht übel. Dann probieren wir es halt mal. Wow, Alter. Sicker Telekinese-Spruch in meiner Hand, ey. Da oben, der Schalter. Zack. Nice. Und so wäre ich hierhin gekommen. Okay. Schauen wir mal weiter. Dun, dun, dun. Interessant. Interessant, Alter. Was ist hier? Völlig krass, der Keller, in dem wir hier gelandet sind. Kristallkugel der Levitation. Okay. Gehen wir uns erstmal die Truhe hier. Und nochmal von vorne. Oh Mann. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Oh. Geschafft. Fuck my life. Wie viele Dietriche haben wir wohl noch? Oh, magischer Schutz. Okay. Magischer Schutz gibt den Zauber und erhöht eure Rüstungswert um 20. Das ist ganz gut. So, mal sehen, wie viele Dietriche habe ich noch? 5. Okay, das wird genügen. Der Magier versetzt sich in einen Zustand der Schwebe. Er bewegt sich nur mit der Kraft des Geistes, solange er sich konzentriert. Auch Höhen lassen sich so überwinden. Allerdings erfordert dies mehr Konzentration. Gar nicht übel. Dann tryen wir das doch mal. Oh, ja, ja, geil. Kein Plan, was da unten ist, aber wir gucken mal hier. Ob wir da nicht was finden. Hier können wir auf jeden Fall ein bisschen abheben. Ich heb ab! Wechselt mich am Boden! Hier können wir auf jeden Fall unbeschadet runter, wenn wir diese Kacke hier benutzen. Wir können auch ein bisschen nach oben steigen und so. Ist ganz nice. Okay, das genügt. Interessant. Interessant, Alter. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Shit. Das war jetzt wohl ein bisschen zu hardcore, würde ich sagen. Kristallkugel des Öffnens, okay. Na dann. Mit dem Willen des Magiers lässt sich jedes Schloss öffnen. Nur mechanische Schlösser, egal wie kompliziert sie sind. Okay. Können wir mal tryen. Lol. Geil. So, mal sehen. Perfekt. So sparen wir jetzt auf jeden Fall ein paar Dietriche. Ich wünschte, wir hätten ein paar Spruchrollen über das Schloss öffnen. Das ist nämlich ziemlich super. Dun, dun. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Okay, Alter. Nicht ist unmöglich. Toyota. Oder so. Nimm dies, du Tür. Zack. Nice. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Hier steht etwas über Magie. Hier steht etwas über wizardische Kraftfeld. Huh. Und da gehe ich mal nicht hin. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Alter, magische Sprüche, Leute. Wir gönnen uns auf jeden Fall erstmal die geilen Weisheitspunkte. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, würde ich sagen. Ne? Also, wow. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Alter, magische Sprüche, Boys. Wir können ja mit der Levitation nochmal darüber dödeln. Aber hier habe ich mich doch gar nicht richtig umgeguckt, oder? Na, ich im Mietisch, okay. Und sonst ist hier einfach nichts. Danke, Spiel. Danke, ey. Großer Fan, ey. Ja. So. Ein bisschen geiler, telekinesischer, usarischer Kräfte, würde ich sagen. Dann verliegen wir mal dort drüber. Verzeihung, wir levitieren. Oh. Leviosa. Sacrebleu. Geil, ey. So, was ist hier drin? Gold und ein Trank, das ist schon mal gut. Ich sollte mir vielleicht auch ein paar Tränke da unten reinlegen. Das wäre ganz nice. Und eventuell noch irgendwas anderes. Wollte ich nicht noch irgendwas dahin haben, Alter? Hier. Schwache magische Heilung, das genügt schon. Der Nautilus, okay. Verwandlung in einen Nautilus. Ein Tier, das durch die kleinsten Öffnungen passt. Aha. Die dank ihres runden Panzers schnell rollen kann. Sowas.
Der Magier kann auch die Verwandlung vorzeitig beenden. So, so. Mhm. Schauen wir mal. Kristallkugel der Verwandlung. Oh mein Gott, wir sind so fabulous. Woo! Yeah! Das ist der beste Zauber bis jetzt. Okay. Das sollte genügen. So viele wizardische Kräfte. Ah, der Knese, schon wieder. Hier waren wir schon, oder? Hier waren wir schon, Alter. Geil, ey. Na gut, gucken wir uns noch ein bisschen um. Was ist denn hier unten so? Da komme ich nicht vorbei, da war ich schon. Was ist hier, Alter? Kann ich damit agieren? Nee. Na gut, gehen wir mal da gleich rein. Interessant. Interessant, Alter. Hier steht etwas über Magie. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Ja. Fucking Skelett, Bullshit, fuck wie. Stirb! Meine Axt soll dich zermalmen, du Sau. Fuck it. Fucking Skelett. Das ist doch nicht dein beschissener Ernst. Stück Scheiße von Knochen. Kein Skelett hat eine Chance gegen uns. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Interessant. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Kacke des Öffnens. Gucken wir mal, Alter. Dann ist hier aber, glaube ich, auch nichts mehr. Die Kacke des Öffnens. Ja! Ein bisschen Power, Alter. So, damit sollten wir auf jeden Fall hier durchkommen. Aber durch diese Barriere komme ich halt überhaupt nicht. Ich frage mich, ob ich eine Kristallkugel übersehen habe oder nicht. Klick. Vielleicht kriege ich hier auch eine Spruchrolle oder so, die mir da weiterhilft. Nee. Ein Magiekristall, Alter. Ermöglicht das Beschwören von magischen Geschossen. Aber wir brauchen dafür magische Geschosse 1. Das haben wir nicht. Na gut. Aber damit können wir theoretisch zaubern. Wenn wir nicht so kacke wären. Versteht sich. Das ging ja, wenn wir nicht so scheiße wären. Geil. Okay, an dieser Barriere komme ich wohl noch nicht vorbei. Habe ich das schon gelesen? Ja, ne, bestimmt. Nichts Neues. Nichts Neues. Okay. Gut. Ich glaube, hier haben wir echt alles gefunden. Das ist gar nicht übel. Ja. Ist halt echt nicht, ne? Das ist ganz schön impressive. Aber magische Geschosse. Es gibt jetzt drei unterschiedliche Arten von Zaubern, die wir nutzen können, um anzugreifen. Arkan, Magie und Feuer. Also Arkan, Eis und Feuer. Und ich glaube, ich werde mich für Feuer entscheiden. Statt für Arkan. Deshalb, ja. Ich habe alle Bücher gelesen. Und du hast Weisheit erlangt. Gut, wir werden dich in unseren Bund aufnehmen. Ja. Allerdings brauchst du noch einen Kristall. Hab ich doch schon. Das ist zu riskant. Das wäre auch zu lustig. Was für einen Kristall brauche ich? Nun, für den Anfang reicht es, wenn du dir einen Feuerkristall besorgst. Keine Sorge, es wird nicht notwendig sein, dass du die ganze Insel absuchst. Ich habe den Novizen Nathan in die Ruine nahe bei der Vulkanfestung geschickt. Er hatte einen Kristall dabei, doch er ist nicht zurückgekehrt. Nathan. Verstehe ich das richtig? Ich soll ohne Kristall in die Höhle gehen, in die Nathan mit Kristall ging und nicht wieder zurückkam? Genau. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Nathan ist bestimmt nicht Nathan oder so. Ich habe einige Fragen. Was willst du wissen? Erzähl mir von den Spruchrollen. Spruchrollen können von jedem benutzt werden. Nur werden sie beim Zaubern verbraucht. Wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du mit Meister Ilumar sprechen. Toll, ich dachte, er gibt mir jetzt irgendwas Krasses. Was muss ich über die Kristalle wissen? Die Kristallmagie ist die älteste uns bekannte Form der Magie. Sie ist weit entwickelt. Mit der Zeit wirst du lernen, den Zauber des Kristalls zu verstärken.
Ich will mehr über die Runen wissen. Ah, die Runen. Eine vielfältige Art der Zauberei. Das Wissen um die Herstellung der Runen ist in den Jahren des Krieges verloren gegangen. Aber wir können sie anwenden, wenn wir unseren Geist dafür öffnen. Nicht schlecht. Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Ja! Okay. Das ist gut genug. Wir brauchen immer noch Weisheit im Kampf, ha? Huh? Mit dem Boy haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Hallo. Ah, du kommst mir gerade recht. Ich bin mit dem Kram hier durch. Severin kann die nächste Lieferung schicken. Und was soll ich jetzt tun? Auf dem Weg zur Vulkanfestung gibt es ein Zwischenlager. Dort werden alle Fundstücke aus den Ruinen gesammelt. Geh dorthin und sprich mit Severin. Sag ihm, dass er die nächsten Kisten schicken kann. Er wird wissen, was zu tun ist. Mach ich. Und noch was. Falls Severin schon ein paar besondere Artefakte identifiziert hat, soll er sie dir mitgeben. Du wirst sie mir dann direkt hierher bringen. Klar. Okay, Leute. Aber ich würde sagen, bevor wir den Typen hier... Oh Gott, geht mir aus dem Weg. Ich würde sagen, das war's für heute vom Garden Risen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein, wenn wir noch ein bisschen mit Meister Cyrus plaudern. Bis dann, Leute. Ciao.